Pressekonferenz nach der Verlegung des SV Waldhof gegen die Spielvereinigung der Haching. Vor 7566 Zuschauern siegten die Gäste mit 0:3. Zu meiner Rechten begrüße ich Gästetrainer Klaus Stromm und zu meiner Linken unser Cheftrainer Bernhard Strahles. Wie immer gebührt das erste Wort dem Gast. Ihr Statement zuschauen. Ja, erstmal Servus Bernhard. Ich glaube, es war richtig enge Kiste, kann in beide Seiten gehen. Das ist dann so hoch, wie das ausfällt, glaube ich. Zumindest sage ich noch deutlich zu hoch. Ja, ihr kommt richtig gut ins Spiel rein. Auch da nochmal gut ab von eurem Spielansatz und von eurer Idee von dem Spiel als Aufsteiger in der dritten Liga. A la Bonheur, mit der Beharrlichkeit, das über 90 Minuten dann noch durchzuziehen. Aber ich glaube, das spricht auch für den Verein mit der Beharrlichkeit, wie ihr das die letzten Jahre versucht habt, mit allen Mitteln in die dritte Liga hochzukommen. Da gebührt auch mal Respekt und dann drückt man auch mal die Daumen und freut sich dann nochmal, wenn es dann nochmal glückt. Und ja, ich kann nur sagen, ja, gut ab vor der Spielweise. Uns war es dann wichtig, dass wir natürlich die Null in die Halbzeit reinbringen nach der Führung. Da war es nochmal richtig eng, kurz vor dem Halbzeitpfiff. Und dann wussten wir aber auch, dass wir zwar dafür nachlegen müssen, weil ein 1-0, glaube ich, hätte heute nicht gereicht. Und da kam das 3-0, das war natürlich dann der Deckel drauf und war auch ein Tick zu hoch. Und ja, von meiner Seite Respekt an euch und Respekt an Werner, wie ihr das macht. Und ja, äußerst sympathisch und ja, war schön, Herr Tanke. Danke, Herr Schwab. Werner, dein Kommentar zum Spiel, bitte. Ja, erstmal Gratulation natürlich an Unterhaching. Waren schöne Worte. Ich glaube, uns hat die Effektivität einfach gefehlt. Wir waren super im Spiel, haben 3 fantastische Chancen, um in Führung zu gehen. Eine Situation, eine Kampf-Elfmeter-Situation, ich glaube keine Muss-Situation, aber wo du vielleicht auch mal, wenn du eine gute Phase hast, auch mal einen Elfer kriegst, wo wir den Stumper von hinten kriegen. Und dann Unterhaching mit der ersten Torchance das 1-0 macht, nämlich natürlich dann Effektivität. Ja, da waren sie natürlich schon weit voraus heute, auch in der Effektivität. Wir haben ein Stück weit dann, besonders in der zweiten Halbzeit, dann zu viel gespielt, zu wenig Torraumzehen bekommen, die natürlich Unterhaching auch gut unterbunden hat. Aber da fehlt es einfach ein Stück weit, dass wir da einfach noch ein Stück zwingender werden und ein Stück effektiver werden. Die Mannschaft hat wie immer alles gegeben, versucht irgendwie das Spiel zu drehen, Sonntagsschuss 2-0. Ja, dann stehst du da. Wenn es 1-0 bleibt, dann glaube ich, hinten raus haben wir immer wieder gute Chancen, auch nochmal das Spiel zu drehen, aber wenigstens Unentschieden rauszuholen. Aber dann mit 2-0 und 3-0 ist natürlich dann absolut zu hoch. Aber okay, wir müssen weiter daran arbeiten, dass wir Torgefahr über 90 Minuten bekommen und dass wir, ja, wenn es geht, auch mal wieder die Null halten. Danke. Danke, Bernhard. Gibt es von Seiten der Pressevertreter Fragen an einen der Trainer? Wenn ja, bitte schon ein kurzes Handzeichen. Dies scheint nicht der Fall zu sein. Den Gästen aus Unterhaching wünsche ich mir eine gute Heimfahrt und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Okay.